wenn eigentlich altes Blech in vollem Glanze dasteht und bewundert wird, wenn Liebhaber mit glänzenden Augen untereinander fachsimpeln und mit stolz geschwellter Brust am Schweller stehen, wenn Benzin und Gummigeruch nicht Naserümpfen, sondern Wohlgefallen auslösen, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten. Es ist wieder soweit. Die Zeit der jährlichen Hamburg-Berlin-Klassik-Rallye ist gekommen. Die sechste HBK hat heute ihren Auftakt und das mit einem Novum. Wir starten in Berlin, wie man sieht, hier im Hintergrund das wunderschöne Olympiastadion, etwas ganz Spektakuläres und in diesem Jahr in umgekehrter Reihenfolge von der Hauptstadt in die schönste Stadt Deutschlands. Aber nicht die einzige Neuerung der Klassik Rallye. Dieses Jahr konnte man nämlich auch auf andere Weise als bisher an die heiß begehrten Startplätze kommen. Es gab zum einen die Möglichkeit, mit Christian Geilsdörfer eine Mitfahrt zu ersteigern. Wenn ich richtig informiert bin, ist die für 3.500 € ersteigert worden, für einen guten Zweck, was ich großartig finde. Und darüber hinaus gab es die Möglichkeit, eine Mitfahrgelegenheit zu gewinnen über unseren Partner Star FM. Der Berliner Radiosender warb in den letzten Tagen für genau diesen Startplatz. Also die zwei Finalistenteams müssen gleich eine Zeitprüfung machen. Das heißt, sie müssen 50 Meter fahren in 10 Sekunden und auf die 100. Sekunde genau. Und dann wird entschieden, wer mitkommen darf auf die Rallye. MG gegen Opel. Die Strecke sollte im besten Falle in exakt 10,0 Sekunden bewältigt werden. Am Ende behält der Admiral Oberwasser. Wir sind perfekt ausgerüstet und könnten im Grunde genommen sofort starten, aber wir haben noch die technische Abnahme vor uns. Damit stehen sie nicht alleine. Die meisten der 183 Fahrzeuge samt Besatzung werden vorstellig und sind damit starttauglich. Andere beseitigen noch Feinheiten, bevor es zur Abnahme bei AVD geht. Das Lenkrad steht leicht schief, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Italiener früher immer ihren Arm aus den Windschutzscheiben getan haben, um besonders lässig zu wirken. Und deswegen lasse ich so. Im Rallye-Büro laufen immer noch die ersten Meldungen, während andere schon an der Taktik feilen. Ja, die Strategie ist natürlich auf Sieg fahren. Alles andere zählt ja nicht. Also die Konkurrenz ist hart, aber wir sind noch härter. Naja, die Navigation ordentlich lesen und gut ausführen, das ist die Hauptsache. Wer will, bekommt sogar noch Tipps vom Profi. Also man braucht zum Sicher mal einen Top-Beifahrer, der stoppen kann, der gut runterzählen kann, der auch weiß, wo rechts und links ist. Es gibt ja bestimmte Spezies, die wissen das nicht. Sie wissen, was ich meine. Wir sagen in Holland, sein Wille ist wert. So, sein Wille ist das gesetzt. Genau so machen wir es auch. Eine funktionierende Zusammenarbeit, klar, die Basis. Aber das Team mit der Nummer 120 weiß, dass es noch elementarere Grundvoraussetzungen gibt. Reifen, sehr wichtig, ja. Sehr wichtig, weil das Auto ist super. Ja. Aber am Ende geht es nur auf den Reifen. Es geht nur auf den Reifen, ja. Die Reifen, also wir haben so es richtig. Mal versucht, ohne Reifen geht gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also durch diesen Reifen ist dieses Auto urplötzlich wie verwurzelt mit der Straße und saugt sich regelrecht zum Sieg durch, ja. Obwohl insgesamt 63 Pokale auf die Sieger warten, ist doch das Motto, so wie jedes Jahr, dabei sein ist alles, als um Punkt 14.08 Uhr der Startschuss zur 6. Hamburg-Berlin-Klassik fällt. 206 Kilometer und 16 Durchgangs- und Wertungsprüfungen liegen vor den Teilnehmern. Die erste größere schon nach 9 Kilometern im BMW-Werk Spandau. Die Hauptstadt und ihren Speckgürtel hinter sich gelassen, führt die Strecke über malerische Landstraßen durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Gut 5 Stunden ist das Feld mit Old- und Youngtimern aus 7 Jahrzehnten schon unterwegs, als der Mond sich langsam seinen Weg bahnt. Aber weder Dunkelheit noch Regen kann die gute Laune der 366 Teilnehmer trüben. Ah, macht euch Spaß. So, jetzt lasst mal die Reifen fliegen. Von der Dunlop-Wertungsprüfung auf dem Flugplatz Müritz sind es jetzt noch gut 45 Kilometer bis zum Zieleinlauf.
Und so rollen dann zwischen 20 und 22 Uhr alle 732 Räder auf den Marktplatz Göhren-Lebben, wo der Auftakt der 6. HBK zu Ende geht, ein. Es war wunderbar, es war toll. Wir sind so ein richtiges Team, ne? Ja. Also ich hab heute schon einmal gesagt, wenn dieser junge Mann eine Frau wäre, hätte heute eine Verlobung stattgefunden und meine Frau müsste alleine leben. So, Lina, dass wir nicht miteinander verheiratet sind, denn spätestens jetzt werden wir geschiedene Leute, aber das verraten wir keinem. Eine tolle Organisation. 1A, super Piste, super Strecke. Ein Verdienst des 83-köpfigen Orga- und Eventteams, die auch für die beiden kommenden Tage anspruchsvolle Prüfungen und eine malerische Route zusammengestellt haben.